Zahlreiche prominente Gäste aus Wirtschaft und Politik gaben dem Unternehmen bei der Eröffnung des neuen Standortes im Ibstal die Ehre. Der Technologiekomponentenanbieter Dumet GmbH hat mit seinem neuen Betrieb einen großen Schritt in die Zukunft getan. Die Dumet GmbH steht im Eigentum der beiden Geschäftsführerfamilien und verfolgt langfristige Entwicklungs- und Wachstumsziele. Das Unternehmen setzt auf langjährige Kundenbeziehungen und beliefert die Hochtechnologiebranche in den Bereichen Baumaschinen, Automotive, Flugzeugbau und Landmaschinen. Die beiden Geschäftsführer freuten sich über das rege Interesse an ihrem Betrieb. Wir, die Dumet, wir öffnen unsere Tore heute weit. Wir laden Sie herzlich ein, besuchen Sie unseren Betrieb. Lernen Sie unsere Produkte kennen, neue Produktionslogistik, die Investitionen, die wir getätigt haben, unsere Produktionsprozesse wesentlich verbessern konnten. Wir haben auch einen neuen Firmennamen gewählt, nicht weil der alte so schlecht gewesen wäre, sondern weil wir mit diesem neuen Namen Dumet und mit diesem Logo, das Dynamik und Schwung zeigt, auch unseren Mitarbeitern zeigen wollen, in welche Richtung wir dieses Unternehmen weiterentwickeln möchten. Ja, dieser Firmenrelaunch bedeutet natürlich nicht nur, dass man alles neu entwickelt an Prozessen, an Strategien, an Strukturen, sondern es bedeutet natürlich auch, dass man das Alte würdigt. Aber man muss es dann auch effektiv in einer Art und Weise dann an die veränderten Ansprüche heranführen. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Landeshauptmann-Stellvertreter Wolfgang Sobotka hielt die Festansprache. Vor allem werte Unternehmer, sehr geehrter Herr Wesner, Herr Ibinger, Herr Schnetzinger, Ihre Mitarbeiter, Ihre Familien. Und es ist eine besondere Freude, dass so viele Kollegen aus der Unternehmenschaft heute gekommen sind. Es ist ein Zeichen der Wertschätzung, aber dann, wenn man es gemeinsam angeht, dann bringt man etwas zustande. Und daher darf ich mich zuerst bei den Unternehmern bedanken, dass die dieses Bekenntnis zu dieser Region abgelegt haben. Als Zeichen für eine erfolgreiche Zukunft schuf der Künstler Louis Wagner ein symbolträchtiges Monument. Das Eröffnungsfest stand ganz im Zeichen der Mitarbeiter und ihrer Familien. Denn nicht zuletzt heißt die Firmenwirklichkeit Think Local, Act Global. 2/3 ihrer im Ibstal hergestellten Produkte gehen in den Export. Die Geschäftsführer Willibald Hilbinger und Ingenieur Harald Schnetzinger führten die Ehrengäste durch ihren neuen, großzügig und zukunftsorientiert angelegten Betrieb. Neue Aufträge und die Erschließung neuer Marktsegmente sind bereits erste spürbare Erfolge der Neubaustrategie der Geschäftsleitung der Dumet GmbH.